Ihr Applaus, Stefan Brasas, denn ich denke mal, das Publikum weiß es zu würdigen. 4 Tore als Torwart kassiert und dann hier aufzutauchen, das ist nicht selbstverständlich. Danke, dass Sie da sind. Trotzdem. Letztes Mal war ich im Studio, da haben wir 6-1 gewonnen gegen Frankfurt. Dann kann ich auch mal beim 4-1 gegen Lübeck hier ran auftauchen. Das ist gut. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn man 4 Dinger kriegt als Torwart, hätten sie einen halten können? Ja, den zweiten nehme ich auf meine Kappe. Da, wenn Torhüter aus dem Tor geht, dann muss er den Ball haben. Und der Schwingendorf war halt mit der Mütze vorher dran, hat ihn verlängert. Und den muss ich dann auf meine Kappe nehmen. In den Meldungen war aber zu lesen, der Einzige, der beim Meppen Normalform erreichte, war der Torhüter Stefan Brasas. Sehen Sie das auch so? Nee, wir haben heute als Mannschaft verloren. Wir haben heute alles schlecht gespielt, alle 11. Und haben auch verdient, wie der Trainer gesagt hat, 4-1 verloren. Das ist sowieso eine Geschichte, die zieht sich in Meppen ganz schön durch das ganze Thema Fußball, durch den SV Meppen. Der Zusammenhalt ist, glaube ich, bei eurer Truppe sehr, sehr groß. Ja, wir sind wieder eine richtige Mannschaft geworden. Im letzten Jahr war das nicht immer so. Und nur über dieses Kollektiv findet man halt zum Erfolg, den wir im Augenblick haben. Und so eine Niederlage wirft uns auch nicht um. Wie sieht das aus? Ist der Trainer so bescheiden, wenn er sagt, noch 14 Punkte brauchen wir, um den Nicht-Abstiegsplatz sicher zu haben? Ist er so bescheiden oder ist er hoffnungslos pessimistisch? Nee, er bleibt nur auf dem Teppich. Ne? In der zweiten Liga kann alles passieren, wenn man sich die Tabelle anguckt. Ich glaube, vom Aufstiegsplatz zum Abstiegsplatz sind es nur 7 oder 8 Punkte. Und wir müssen halt von Spiel zu Spiel sehen und unsere Punkte da holen. Und wenn wir dann die 44 oder 43 Punkte geholt haben, die man zum Klassenerhalt braucht, dann gucken wir mal nach oben. Wir machen das mal. Wir schauen uns mal die Ergebnisse an und die Tabelle dann natürlich auf. Wir fangen mal bei den Ergebnissen an. Die Mannschaft, die haben Sie letzte Woche erlebt? Letzte Woche bei uns haben sie sehr ordentlich und kompakt gespielt. Also unser Sieg war auch nicht unbedingt so.